Es war einmal eine Prinzessin an der Universität von Tennessee. Sie hieß Dornröschen. Sie schlief gern, aber sie musste oft so früh aufwachen, weil sie einen Unterricht früh morgens hatte. Sie war sehr rationell und nett. Jedoch hasste eine böse Fee sie, weil die Prinzessin ihren Mann gestohlen hatte. Die böse Fee fand die Prinzessin und verwünschte sie. Oh, hallo! Wie geht es dir, Fee? Hast du dir das Fußballspiel angesehen? Nein, ich hasse Fußball. Oh, tut mir leid. Ich habe vergessen. Was ist los? Du siehst wütend aus. Schläfst du dir gut? Ich liebe schlafen. Man braucht viel schlafen. Ich bin immer schläfrig, weil ich nur ein bisschen Schlaf bekomme. Und das ist nicht sehr gut. Jetzt reicht es. Ich ärgere mich über dich. Du musst sterben. Was? Warum? Ja, endlich. Du hast meinen Freund gestohlen. Du bist so nett. Aber jetzt lebst du nicht mehr. Jetzt kann ich meinen Freund... Warte. Schläfst du? Wirklich? Naja, ich bin böse. Aber ich benutze sauber nicht so gut. Ach, ich muss weggehen, bevor die Leute kommen. Und das ist, wie die Geschichte begann. Die böse Fee verschwand fast augenblicklich. Keiner meiner treueren Untertanen könnte sie finden. Und mein Freund, ich weiß wirklich nicht, was mit ihm passierte. Ich habe gehört, dass er zusammen mit der bösen Fee verschwunden war. Sie könnte ihn entführt haben. Sie könnte sogar getötet haben ihn. Oder vielleicht seine Flüchtlingssituation machte ihn gerade einsam. Er steht immer noch unbekannt. Was ist das? Sehe ich ein schönes Mädchen in Distanz? Rudern, Gimpy! Und mach schnell! Mein Name ist Charles, mein Herr! Gimpy! Mein Name ist Charles, mein Herr! Gimpy! Es ist ein schönes Mädchen. Schläft sie auf dem Säckelbett? Sie schläft! Warum mochte ein schönes Mädchen auf dem Segelbett allein schlafen? Gimpy! Holst du den Kaffee aus meiner Tasche? Wir müssen das schöne Mädchen erwachen. Ich bin Charles, mein Herr! Gimpy! Sofort Ihre Boten schnuffen. Trinken Sie und warten Sie auf mein Menschennachricht. Guten Morgen. Was ist los? Mein Herr! Sie haben sich in Normen verwandelt! Was zum Teufel? Ich habe ein Horn. Meine Hände. Wo sind meine Fingers? Meine Beine. Wo sind meine Beine? Gimpy, wachen die sausige Meerhexe auf. Jetzt, böse Meerhexe, was magst du zu mir? Antworten schnell, bevor ich dich mit meinen mit meinem Horn aufspeise. Ja.
bist der Grund, warum ich meinen Geliebten vor vielen Jahren verlor. Aber jetzt werde ich meine Rache wird zehnfach. Du wirst froh sein, wenn ich auffressen für die Haie werde. Nun, ist das nicht ein bisschen intensiver? Ich habe dich nicht getötet nach dem Alle. Ich habe nur zum Schlafen gebracht. Warum so viel Arge? Es gibt einen Unterschied zwischen Dornröschen und ewigen Schlummer. Ich natürlich auch ihn nicht brauchen. Nun, das ist alles schön und gut. Aber wie planst du, dieses Unglück zu rächen? Ich habe Magie. Alles, was du hast, ist ein Segelbett. Falsch. Ich habe auch ihn. Treffen Sie meinen neuen Prinz, Herr Wundenschnuffen. Hallo. Alle zusammen. Nicht ein Einhorn war. Sie sind immun gegen meine Magie. Woher kennst du meine einzige Sprache? Ich wusste es nicht, aber es ist sicherlich praktisch. Jetzt wird mein Prinz mich rächen. Tun können! Ja. Ah! Der Kampf hat beendet. Und die böse Fee ist endlich gestorben. Alles war ausgesegnet. Sie sind glücklich. Wann sie nach Hause angekommen, hat die Uni ein Feier. Wundenschnuffen schwimmt oft, aber Dornröschen schläft noch und sie schnarcht. Gimpi war sehr glücklich. Viele Menschen benutzen das zauberische Segelbett, weil es sehr gemütlich und schnell war. Ja, alles war sehr gut. Ah!